Die Zwölfe zum Gruß, ihr Lieben. Es geht weiter mit Memoria. Und wir sind wieder zurück. Wir sind jetzt im vierten Kapitel mit Geron im Gespräch mit Nuri. Als wäre nichts geschehen sozusagen, fragt er halt wieder etwa unsere erste Heldentat, unseren Sieg gegen das Böse oder unsere Bootsfahrt auf dem Svelte. Vielleicht unsere erste Heldentat? Erinnerst du dich noch an die Orks und wie ich sie ablenken musste? Das war doch spannend. Wie hast du sie abgelenkt? Ich habe getan, als wäre ich ihr Totengott und habe sie mitten in die Einöde geschickt. Stimmt. Oh, guck mal, sie vergisst aber schon langsam. Und sie freut sich. Ja, und weißt du auch noch? Unseren Sieg gegen das Böse, unsere Bootsfahrt auf dem Svelte. Na, nehme ich mal das. Bevor wir Enqui erreichten, sind wir auf dem Svelte gerudert. Vorbei an Feldern und Windmühlen. Da waren ganz viele Kühe. Und der Sonnenaufgang. Erinnerst du dich daran? Ja. Hinter den Mühlen. Na, das war auch gut. Sie freut sich. Und jetzt fliegt sie auch schon höher. Das ist ja schön. Dann bleibt ja nur noch und eins. Und jetzt denke an... Ist es nicht ein wunderbares Gefühl, den Seher besiegt zu haben und endlich frei zu sein? Was war denn so schlimm an ihm? Ich mochte ihn. Er hatte so einen lustigen Bart. Du bringst da was durcheinander. Er hatte alles andere als einen Bart. Ja, das hast du gut gemacht. Ach, wir waren schon ein gutes Heldenpaar. Wir haben den größten Gefahren getrotzt und Andergast gerettet. Nur du und ich. Und der Rabe. Wir waren die Besten. Du hast es geschafft. Du kannst wieder fliegen. Ja. Was ist? Ich hatte vergessen, was mit dem Raben geschehen ist. Ach, Nuri. Ich will endlich alles hinter mir lassen und ganz neu anfangen. Ich will über das Meer fliegen. Kopf hoch. Bald haben wir es ja geschafft. Reda und ich wollen herausfinden, was Fahi uns verschweigt. Und wenn wir das wissen, werden wir auch endlich das Rätsel lösen. Geht es immer noch um die Geschichte von dieser Prinzessin? Das ist doch alles schon so lange her. Was ist mit jetzt? Nuri, ich muss Satyas Geschichte vollständig kennen. Und dafür muss ich Magister Bodiak sprechen. Er ist der Einzige, der sagen kann, was es mit diesem Drakonier auf sich hat. Erst wenn ich alles verstanden habe, wird bei uns alles wieder in Ordnung sein. Und all die schlimmen Dinge werden endlich ein für alle Mal vergessen sein. Ich kann Eurich nicht an seinem Fenster sehen. Hoffentlich ist er da. Aha, okay, wir sind jetzt hier bei der Akademie. Was wird denn hier gemacht, was beigebracht? Können wir die einfach ansprechen? Besser, ich halte mich im Hintergrund. Besser, ich halte... Okay. Besser, ich halte mich... Aber wenn die jetzt hier abgelenkt sind und dieser Typ nicht mehr da ist, vielleicht können wir dann jetzt hier... Ja, an die Sachen ran oder Sachen machen, die vorher nicht gingen oder so. Genau, er wollte doch zum Beispiel immer dieses magische Dings ausprobieren. Ich muss jetzt erstmal wieder umdenken, dass wir mit Geron spielen und ich wieder andere Zauber habe. Der Feuerball des Magiers ist magisch. Wer hätte das gedacht? Der Feuerball? Der hat einen Feuerball in der Hand? Besser, ich halte mich... Okay. Ja, und da oben sitzt hier auch der Dingens nicht mehr. Ich gehe da mal jetzt rein. Die sind alle schön abgelenkt. Breda? Oh, Breda ist auf Klo. Was machst du da? Strafmaßnahme. Wegen Alleingang. Latrine schrubben. Hast du schon mit dem Magister über Drakonia gesprochen? Nein. Und er ist auch nicht hier. Geh vom Hafen den Hügel hinauf. Das Haus liegt dann direkt an der Ecke zum Wall. Ich höre wohl nicht richtig. Hast du diesem Mann gerade Magister Bodiaks Wohnort verraten? Wir haben hohe Erwartungen an dich, Breda. Hör auf, uns zu enttäuschen. Sie kann nichts dafür. Es war meine Schuld. Und du, Vogelfänger, verlässt sofort den Hof. Tut mir leid. Wenn Bredas Wegbeschreibung stimmt, dann ist das Haus des Magisters. Ach, ich kann wieder agieren. Okay, schauen wir uns mal um. Hier wächst Efeu, aber es ist zu schwach, um mich zu tragen. Was ist denn mit den ganzen Raben hier oder den Krähen?
Verdammte Krähen! Habt ihr nicht schon genug Ärger angerichtet? Psst! Verschwindet! Okay. Hey, das sind meine Freunde! Nuri? Tut mir leid, ich... Oh. Ich hab dich nicht gesehen. Sie haben dir doch gar nichts getan. Erinnerst du dich nicht mehr an all das Leid, das sie gebracht haben? Natürlich erinnere ich mich daran. Aber man muss auch mal vergessen können. Was willst du? Oh, ja. Ich meine, sie hat ja auch recht, sie ist ja selber eine. Und von daher kann sie die anderen vielleicht sogar verstehen. Ich weiß nicht. Du solltest dich wirklich nicht mit diesen Viechern herumtreiben. Du darfst nicht vergessen, wer du bist. Nein, du darfst nicht vergessen, wer ich bin. Lass bitte meine Freunde in Frieden, ja? Mhm. Bist du schon länger hier? Magister Bodiak wohnt hier. Hast du ihn vorbeikommen sehen? Ja, er ist vorhin ins Haus gegangen, aber noch nicht wieder rausgekommen. Gut, danke. Ich muss irgendwie in das Haus. Kannst du für mich durch das Fenster fliegen und nach einem Eingang suchen? Muss ich? Es würde uns beiden helfen. Na gut. Ich hatte mich ja noch gar nicht richtig umgeguckt, aber machen wir mal. Anscheinend kommen wir nicht rein, sonst. Ach, die Animationen sind so schön. Mhm. Sie sehen schwer aus. Ich würde mir die Krallen brechen. Mal gucken, was sie hier so noch findet. Es ist ja toll, als Rabe hier rumfliegen zu können. Ist das süß. Okay, was kann ich damit jetzt machen? Ich muss ja eigentlich für einen Ausgang, Eingang, wie auch immer, sorgen. Was mache ich denn jetzt damit? Mache ich mal nach draußen. Bringt das was? Nee, macht sie gar nicht. Dann mach mal die Bücher. Passiert dann was? Was baut sie denn da? Ah, das ist ja süß. Oh, da ist irgendwas zwischengefallen. Da ist doch ein Schnabel. Kannst du da was machen? Dietriche. Ah, ja, die müssen ja wohl rausgebracht werden. Oh, Nuri. Wie sie wirklich aussieht. Das war ja jetzt toll. Ach, arme Nuri. So, er hat jetzt einen Dietrich. Jetzt kommst du doch rein. So, ich kann jetzt reingehen. Will ich das überhaupt schon? Schatten? Wer ist denn da? Ah, mein Freund. Was macht das Edelsteingeschäft? Ich hatte Ärger mit einem Kunden und bin ausgestiegen. Das tut mir leid zu hören. Verhärtungszauber, Breda. Ich könnte bald noch einen Gefallen von dir verlangen. Meine Dienste stehen dir weiterhin zur Verfügung. Die Gurke, die du mir gegeben hast, war sehr ergiebig. Mhm. Was ist mit Breda passiert? Sie musste heute Morgen Latrinen putzen. Ja, offenbar hat sie gestern im Alleingang versucht, die Thulamiden zu fangen. Und ist dann erst nach Nachtruhe in das Dormitorium zurückgekehrt. Dass sie nur Latrinen putzen musste, spricht für den Stand, den sie in der Akademie genießt. Ich glaube, sie wollen sie irgendwann zur neuen Leiterin machen. Mhm. Bis später. Mach es gut, mein Freund. Der Schatten, das ist ja auch so ein ungewöhnlicher Heini. Tuchmacherviertel. Schöne Sachen. Aber wer braucht die schon? Wer weiß, ob man die vielleicht nochmal braucht. Vielleicht nicht gerade jetzt, aber vielleicht ein andermal. Gut, gehen wir mal einfach rein. Bei den... Oh. Magister Bodiak? Was ist denn hier auf einmal passiert? Und das hatte Nuri nicht. Nee, die waren im anderen Raum. Wohl. Boah, krass. Oh nein. Oh je. Ups. Ich bin ein Unheilsbringer. Boah, der ist zu Staub verfallen. Ich könnte eine Handvoll mitnehmen, aber am Ende will ihn jemand zurückverwandeln und dann steht er ohne Ohr da. Ich lasse ihn lieber vollständig.
Das ist krass. Was ist... es ist irgendwie unheimlich. Was haben wir hier noch? Ich kann noch auf den Dachboden gehen, weil hier ist auch noch eine Kerze. Mhm. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Die Musik ist aber auch schön, aber auch so unheilsbringend halt. Was ist denn mit Magister Bodiak passiert? Das ist ja krass. Der Riegel rührt sich kein Stück. Das kriegen wir bestimmt noch hin. Besen. Damit können wir bestimmt irgendwas finden. Schädel. Er sieht alt aus. Der Magister muss noch sehr jung gewesen sein, als er ihn fing. Mhm. Überall diese toten Tiere. War Magister Bodiak einst Jäger? Aber wie lernt ein Jäger in so späten Jahren noch das Zaubern? Merkwürdig. Nuri kommt hier nicht rein, anscheinend. Müssen wir das hier alleine hinkriegen? Es ist irgendwie unheimlich. Erst muss ich das Schloss öffnen. Es sieht aus, als wäre dieser Teil des Dachbodens erst nachträglich angebaut worden. Vielleicht ist da irgendwas versteckt oder so. Kannst du mit den Dietrichen das aufmachen? Keiner der Dietriche passt. Der Riegel rührt sich kein Stück. Vielleicht müssen wir tatsächlich den Schlüssel finden und nicht selber sozusagen rumfummeln. Kann ich hier nicht irgendwas auf dem Boden machen, denn wir haben ja auch einen Besen. Wir könnten mit dem Besen vielleicht auch diesen coolen Kopf da oben vielleicht abfegen. Also gut, wenn man hier nichts machen kann, dann... Ach doch, hier eine Schublade noch. Ach, die habe ich jetzt direkt rausgenommen. Sie ist voll mit Staub. Kannst du die mal abputzen? Der Besen ist eher etwas für große Versteinerungen. Mhm. Kerze, Honig. Geh mal hoch nochmal. Kannst du den abputzen hier? Geht nicht. Okay. Geht nicht. Wozu? Ah, ich probiere gerade nur einfach mal ein bisschen rum. Ich mache mal hier Hotspot, nur um zu wissen, ob ich alles gesehen habe. Aber ich glaube schon. Ich glaube, hier oben kann ich gerade nichts machen. Hier Hotspot habe ich, glaube ich, aber auch alles schon. Nein, den Staubhaufen wegfegen, das wäre ja fatal. Was kann man denn da machen? Ich mache mal hier Magie. Das haben wir noch nicht gemacht. Oh nein. Ulrich wurde verzaubert. So steif, wie ich ihn kenne, war ich mir da nicht sicher. Och, er nimmt das ja aber locker auf anscheinend. Der Anbau scheint magisch verstärkt worden zu sein. Mhm. Ja, wir müssen da also unbedingt reinkommen. Können wir das hier irgendwie kaputt machen? Nichts passiert. Das würde das Schloss nur verkleben. Okay. Kannst du den Honig... Jemand muss ihn zurückverwandeln. Nicht kleben. Mhm. Der bittere alte Mann mochte es wohl süß. Ich gehe erstmal raus. Ich frage mich, was hier noch kommt. Also ich glaube, hier kann ich... Ich weiß nicht, ob ich hier noch was machen kann, aber ich gehe mal erstmal raus. Haus. Die Tür ist nun offen. Ich erzähle das mal Nuri erstmal. Mach keinen Unfug. Wir sehen uns dann später. Bis später. Sich auch mal bedanken können, dass sie ihm geholfen hat. Naja. Können wir denn hier überhaupt weggehen oder bleiben wir jetzt die ganze Zeit hier? Wir könnten mit dem Schatten reden. Vielleicht kann der uns ja auch noch was dazu sagen. Ich sehe, du warst bei meinem Lieblingsmagister. Ich werde auch bald zu ihm reingehen. Meine Prüfung steht bald vor der Tür und ich muss sicher gehen, dass das alles mit rechten Dingen zugehen wird. Kann ich irgendetwas für dich tun? Ich habe ein bisschen Angst gerade, weil wenn der weiß, oder allgemein, er war zuletzt hier drinne, dann denken die,
noch Geron hat den verzaubert. Ich bezweifle, dass dich der Magister heute noch empfangen wird. Du scheinst dir da ja sehr sicher zu sein. Ja, hör zu. Oh oh. Verdammt, ich brauche einen neuen Plan. Du gehörst nicht gerade zur mitfühlenden Sorte, oder? Nein. Was mache ich denn jetzt? Wenn du in die Akademie zurückkehrst, schick bitte Breda her. Alles zu seiner Zeit. Jetzt muss ich erst einmal nachdenken. Okay. Bis später. Mach es gut, mein Freund. Hoffentlich ist das nicht ein Typ, der uns am Ende verrät oder so. Eulrichs Haus. So, was haben wir hier denn noch? Habe ich alles abgecheckt? Alles riecht nach Rosen. Die Tuchmacher denken wohl, sie sind was Besseres. Ich vermisse den Gerbereigeruch aus meinem Viertel. Aber Rosen riechen doch auch gut. Mal zur Verteidigung. So, also ich kann nicht zurückgehen anscheinend. Was kann ich denn mit dem Schatten machen? Kann ich dem was geben? Das wird ja auch nichts bringen. Kann er vielleicht die Dietriche verändern? Dass wir sagen, hey, komm. Besser nicht. Ich brauche meinen Kram selbst noch. Vielleicht kann er irgendwas noch wieder verhärten oder so. Den Honig? Verzeih, aber das wäre eine Verschwendung meiner schurkischen Erfindungskraft. Dem Honig fehlt die entscheidende Idee. Eurich ist genauso nachlässig mit brennenden Kerzen wie ich. Das bringt nichts. Unsinn. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Mir fehlt Unsinn. Gut, mit dem Feuer oder der Kerze kann ich gerade nichts machen. Irgendwas muss es da noch zu tun geben. Aber alles, was ich hier noch machen kann, ist Schädel und Schloss oder Tür. Wozu? Ja, wie kriegt man denn dieses Schloss auf, wenn die Dietriche nicht Wieso gehen? Wieso besitzt ein nobler Magier wie Eurich einen Ring Dietriche? Kann er die nicht irgendwie verändern? Keiner der Dietriche passt. Geht nicht. Dem Honig, was soll ich mit dem Kram jetzt? Ich hab eine Schublade. Das ist merkwürdig irgendwie. Jetzt wird's wieder richtig knifflig, ich merke das schon. Aber ich muss einfach mal ein bisschen, weiß ich nicht, brauche ein bisschen Inspiration noch. Er sieht alt aus. Der Magister muss noch sehr jung gewesen sein, als er ihn fing. Steckt da irgendwas dahinter oder so? Hier gibt es nichts zum Schneiden. Das bringt nichts. Kannst du den wirklich nicht irgendwie... Geht nicht. Okay. Habe ich hier alles abgecheckt? Ja. Was mache ich denn jetzt mal? Sie ist voll mit Staub. Kann ich die nicht irgendwie abputzen? Aber ich habe nichts zum Abputzen. Der Besen ist zu groß. Kerze, Honig. Der bittere alte Mann mochte es wohl süß. Das ging auch nicht. Vielleicht die Tür? Der Riegel rührt sich kein Stück. Es gibt einmal nämlich das Schloss und es gibt einmal die Tür. Keiner der Dietriche passt. Natürlich beim Schloss auch nicht. Keiner der Dietriche... Probiert es ja automatisch dann auch direkt wahrscheinlich am Schloss. An der Tür gibt es wohl nichts, was man machen kann. Das würde das Schloss... Da soll es ja auch nichts am Schloss kommen. Ich überlege halt gerade, was ich stattdessen machen kann. Kann man die nicht irgendwie aushebeln? Aber die ist ja auch irgendwie magisch anscheinend verriegelt. Kann ich hier irgendwas kombinieren? Der Besen ist eher... Und wenn ich da draußen die Sachen nochmal abputze... Ganz doof. Also, ich traue mich nicht, aber ich mache es jetzt einfach mal. Es wäre natürlich Quatsch, hier den wegfegen zu wollen, den Staubhaufen, aber naja. Er macht das sogar. Ja, aber dann ist doch alles weg. Ach so. Was hat das jetzt gebracht? Ich lasse ihn besser hier liegen.
das nochmal machen? Nein. Was soll das auch bringen? Oh je. Oh je. Ja, oh je. Steckt eine Hexe hinter dem Angriff auf Eulrich? Wohl eher nicht. Mhm. Jetzt habe ich den Staubhaufen hier mehr nach rechts gebracht. Höhe? Was hat mir das jetzt gebracht? Nein. Ah, ich kann den ehemaligen Magister in die Schublade packen. Ach, nö, er haut da noch mehr Staub drauf, oder was? Du solltest es eigentlich da rein tun. Hä? Wieso packt er denn jetzt den Staub aus der alten Schublade? Ach so, wahrscheinlich, weil da auch noch was von ihm drinne war. Jetzt ist er kompletto, oder was? Ich lasse ihn besser hier liegen. Oh je. Okay, jetzt ist er vollständig. Nein. Oh je. Also oh je. Ich habe ihn zusammengefegt. Ich habe den Rest Staub von ihm auch noch draufgehauen. Ja, jetzt reparieren wir ihn. Und das geht sogar. Ich glaub's nicht. Okay. Da, der hat den Schlüssel nämlich in der Hand. Und den müssen wir bestimmt irgendwie verhärten. Der Honig würde den Schlüssel zwar kleben, aber auch seine Form verändern. Das ist jetzt aber die Sache. Ich finde das gerade total cool, dass wir ihn wieder lebendig, in Anführungszeichen, er ist ja tot, aber dass wir den jetzt wieder heil machen konnten. Ja, auf die Idee muss man ja auch erstmal kommen. Und er hat das natürlich in der Hand. Jetzt ist die Frage, wie wir das verfestigen können. Dafür brauchen wir eigentlich den anderen. Kann der nicht kommen? Kann der nicht helfen? Sagt er da irgendwas zu? Hey, Schatten, helf uns mal. Wir brauchen dich. Bis später. Mach es gut, mein Freund. Wie jetzt? Bis später. Mach es gut. Du hast ja noch nicht mal Hallo gesagt. Also müssen wir das selber hinbekommen, oder was? Er wurde mit versteinert. Aber er ist doch nicht versteinert gerade. Huch, ach, mit Wachs haben wir das genommen. Hehe. Ja, aber hast du jetzt die Schlüsselform? Hast du sie? Ja. Ein Abdruck des Schlüssels in Eulrichs Hand. Cool. So, und dann packen wir da den Honig rein. Ich habe etwas Honig in die Form gegossen. Und das muss jetzt hart gemacht werden. Jawohl. Ich muss dich um einen weiteren Gefallen bitten. Kannst du diesen Honigabdruck zu einem Schlüssel verhärten? Ich mag deinen Erfindungsgeist. Gib her. Weiches, erstarre, fließendes Verharre. Danke. Cool. Ich glaube, wir haben ihn. Der Honig ist nun hart. Jetzt muss ich nur noch das Wachs abbekommen. Na, das sollte sich ja einrichten lassen. Ich kratze das Wachs vorsichtig ab. Und tada. Ein goldener Schlüssel. Selbstgemacht. Und mit diesem Schlüssel gehen wir natürlich im nächsten Part nach oben. Ich gehe schon mal wieder rein und nach oben. Und dann werden wir den hier mal einsetzen. Und jetzt bin ich natürlich total gespannt, was hier in dieser Tür sein wird. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal.